Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir hoffen natürlich, euch geht's gut, uns geht's super und wir befolgen auch brav die Regeln, nicht unter Menschen zu gehen und zu Hause zu bleiben. Wir haben uns natürlich auch unsere Gedanken gemacht, was man denn so mit seiner Zeit anfangen kann, was man Sinnvolles tun kann. Nochmal ein kleines Update zu unserem letzten Vlog, zu dem Vlog Wir sind traurig. Wir haben uns mittlerweile beruhigt und uns wieder einbekommen. Wir konnten unseren Urlaub leider nicht antreten. Zum einen wären wir so oder so nicht geflogen aufgrund der aktuellen Lage. Und zudem wird unser Rückflug sowieso storniert. Das heißt, wir wären nicht mehr heimgekommen. Und weg.de ist es eh komplett egal gewesen, ob das nun so ist oder nicht, ne? Die haben nicht mal gesagt, dass der Flug storniert wurde. Gar nichts. Einfach nichts. Unser Geld ist weg. Vielleicht können wir es uns nochmal über einen Anwalt einklagen, aber... Das wird sich auf jeden Fall dann zeigen, ob wir Chancen haben oder nicht. Ich denke, sehr, sehr viele Leute sind betroffen. Viele Leute wollten natürlich in den Urlaub fliegen und viele werden jetzt dieses Problem haben. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir alle gesund aus der ganzen Sache rauskommen. Es wird sich jetzt wahrscheinlich vieles die nächste Zeit ändern. Aber von mir kommen nach wie vor Videos. Ich möchte euch hier einfach so ein Stück Normalität geben. Einfach so einen kleinen Zufluchtsort, wo man dann auch mal auf andere Gedanken kommen kann. Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht natürlich an alle Leute raus. Egal welchen Job ihr ausführt. Jeder Job ist wichtig und fügt etwas zur Gesellschaft bei. Genau. Arthur zum Beispiel muss jetzt die nächsten 14 Tage zu Hause bleiben, da sein Arbeitgeber die Firma geschlossen hat. Ganz, ganz viele sind ja momentan von dieser Situation betroffen, auch von der Kurzarbeit, und es könnte auch Arthur treffen, also es könnte auch uns treffen. Ich würde sagen, wir können wirklich alle gemeinsam zusammen stark sein in dieser Zeit. Wir müssen einfach alle zusammenhalten und jeder sollte mal auf seinen Nächsten achten und einfach nicht so egoistisch sein. Ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich hoffe natürlich sehr, dass bald alles wieder normal ist, dass wir wieder unser normales Leben leben können und dass wir diesen Virus besiegen können. Bleibt bitte alle trotzdem positiv und lasst euch nicht von der aktuellen Situation runterziehen. Ich würde sagen, das war jetzt auch genug zu diesem Thema. Wir möchten uns natürlich auch unsere Zeit vertreiben und haben uns einen neuen Bilderrahmen gekauft. Was wir damit vorhaben, werdet ihr auf jeden Fall später sehen und wir hoffen sehr, dass das überhaupt funktioniert. Kleiner Spoiler. Ja, so. Vielleicht kommt ihr drauf, welches Bild wir gerne einrahmen möchten. Wer uns schon länger verfolgt, der könnte vielleicht so eine Idee haben. Gestern kam ein Paket bei mir an von der Firma Nordgreen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Marke. Das ist ein dänischer Uhrenhersteller mit Sitz in Kopenhagen. Und schaut euch mal diese wunderschöne Verpackung an. Also sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Im Inneren der Box befindet sich eine wunderschöne Uhr. Die durfte ich mir aussuchen. Und zwar ist die im minimalistischen, skandinavischen Design gearbeitet. Die wurde von dem preisgekrönten Designer Jakob Wagner designt. Der hat auch unter anderem zum Beispiel schon Kopfhörer für Bang & Olufsen gemacht. Jakob Wagner designt jetzt auch Uhren, und zwar für Nordgreen. Das kann man wahrscheinlich schon an dem tollen minimalistischen Design erkennen. Auf der Uhr ist natürlich noch überall Schutzfolie, die werde ich mal abmachen. Und dann zeige ich die euch mal getragen. Hier seht ihr die Uhr getragen und wie gesagt, es ist wirklich ein sehr zeitloses, minimalistisches Design. Und mein Wunsch war es eben auch, dass ich eine Uhr habe, die ich wirklich jeden Tag tragen kann und auch zu jedem Outfit. Das Tolle an Nordgreen ist, ihr könnt die Armbänder wechseln und somit könnt ihr den Style der Uhr wirklich individuell anpassen, so wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mir noch ein Wechselarmband in Weiß ausgesucht, aus Leder, und somit kann man... Ja, den Style der Uhr wirklich ganz, ganz schnell verändern. Wir zeigen euch das mal. Die Armbänder kann man wirklich ganz einfach wechseln, indem man einfach auf der Rückseite diesen kleinen Hebel hier schiebt. Somit könnt ihr das Armband lösen und das andere einfach einsetzen. Also das ist immer nach demselben Prinzip: Hebel schieben und wieder einrasten lassen. Und schon habt ihr das Armband gewechselt. Ihr habt ja gerade gesehen, wie einfach es ist, die Armbänder zu wechseln, und schon hat die Uhr einen ganz, ganz anderen Style und einen ganz anderen Look. Zeige euch nochmal die Uhr mit dem anderen Band. So kann man sich dann besser vorstellen, wie es aussehen würde. Also das Lederarmband macht echt einen ganz anderen Look
und passt auch super gut zu dem Ziffernblatt. Die Uhren haben mich wirklich sehr überzeugt, aber was ich auch ganz, ganz toll finde, Nordgreen unterstützt soziale Projekte und zwar haben die da ein extra Giving Back Programm. Mit jeder verkauften Uhr spendet Nordgreen an ein soziales Projekt und ihr könnt euch da zwischen drei Projekten entscheiden. Gesundheit, Bildung und Umwelt. Wenn man Gesundheit wählt, bekommt ein Mensch in Zentralafrika 2 Monate sauberes Wasser. Wenn man Bildung wählt, bekommt ein Kind in Indien 1 Monat lang Bildung. Wenn man Umwelt wählt, bleiben 50 Quadratmeter Regenwald in Lateinamerika erhalten. Also ihr könnt wirklich selbst entscheiden, für was möchte ich spenden und könnt es dann natürlich aussuchen. Ich habe auch einen Rabatt für euch und zwar mit dem Code JacquelineG spart ihr die ersten 3 Tage 20% und danach 15%. Wir haben euch ja vorhin gezeigt, dass wir einen Bilderrahmen gekauft haben und wir haben Folgendes damit vor. Hier in der Ecke steht von Tinkerbell ein Gemälde. Würdet ihr sagen, man erkennt, dass Tinkerbell auf diesem Gemälde ist oder nicht? Das würde mich echt interessieren. Dieses Gemälde haben wir uns in Zante malen lassen, in unserem Urlaub. Einen Tag, bevor wir abgereist sind. Also wir wussten nicht mal, ob er das schaffen wird und ob wir das überhaupt noch abholen können. Und er hat erzählt, dass man hier sehen kann, dass Tinkerbell ein Haushund ist. Anders wie die Straßenhunde, wo er manchmal zeichnet. Und wo, wieso? Ich weiß nicht, irgendwie von ihrem Blick her hat er gemeint, sieht man, dass es ein Haushund ist. Übrigens heißt er wohl Van Gogh oder, ja, ich würde Van Gogh sagen. Seht ihr 2018 in Zante gemalt. Das Gemälde war die ganze Zeit in diesem Bilderrahmen, aber er ist uns zu groß. Und das Problem ist, wenn er hier steht und man Klavier spielen möchte und hier das hochklappt, dann fällt das Bild natürlich immer um. Also ich würde sagen, der Platz ist nicht so geeignet für einen Bilderrahmen und deshalb haben wir jetzt einen kleineren geholt und würden den gerne hier aufhängen. Und was ich aber richtig geil von ihm finde, dass er einfach diesen Punkt hier gemalt hat und dass ihm das aufgefallen ist. Schaut mal, Tinky hat an der Stirn, ja, einen dunkleren Punkt hier. Da ist er. Leider ist das Papier verfärbt, weshalb wir jetzt auch uns entschieden haben, einen kleinen Rahmen zu kaufen. Also dieses Gemälde hat wirklich eine ganz, ganz tiefe Bedeutung für uns. Zum einen ist ja Tinky drauf und das Gemälde werden wir für immer haben und erinnert uns auch an einen super schönen Urlaub. Deshalb hoffe ich, dass wir das jetzt nicht verkacken und dass wir das alles gut hinbekommen. Den neuen Bilderrahmen haben wir übrigens bei Bauhaus gekauft, auch aus Aluminium, also aus keinem Plastik. Das war mein Wunsch, dass das einfach hochwertiger aussieht. Arthur hatte eigentlich eine ganz gute Idee und zwar wird er jetzt mal die Glasscheibe drauflegen und es dann einfach nachzeichnen. Also ich denke, da muss man sich auf jeden Fall Zeit dabei lassen, dass es auch was Gescheites wird, oder? Ja. Ist gleich geschafft. Übrigens hat der Künstler zu uns gesagt, er hätte sie gerne nochmal gemalt. Aber diesmal mit ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben einen Tag vor Abreise, haben wir ihn abends erst entdeckt und haben uns das Bild malen lassen. Er hat halt gemeint, er hätte sie gerne nochmal, glaube ich, aus einer anderen Perspektive gemalt. Vielleicht kehren wir ja irgendwann nochmal an diesen wunderschönen Ort zurück und treffen ihn. Und dann werden wir auf jeden Fall noch ein paar Gemälde mitnehmen. Oh, das sieht richtig schön aus. Ich bin so begeistert. Sie ist nicht ganz mittig. Ja, sie ist nicht ganz mittig, aber das war klar. Ja, das war vorher schon so und das war klar. Aber es ist echt richtig schön und es sieht jetzt voll hochwertig aus, finde ich. Also der Rahmen, der verleiht ein ganz anderes Aussehen als dieser IKEA-Rahmen vorher. Total. Also ich finde, das sah vorher irgendwie so ein bisschen, der Rahmen ist zu groß und dieses Inlay hat irgendwie genervt. Ich weiß auch nicht. Also das hat mir nicht mehr gefallen. Also ich finde es perfekt. Leute, das schaut wirklich richtig schön aus. Wie ein Tempel. Altar, Altar für Tinkerbell. Und Tinky liebt übrigens Piano. Sobald, schauen, ob sie ja, sobald man anfängt zu spielen, kommt sie nämlich angerannt. Achtung. Augen sind schon auf. Seht ihr das? Ja. Wir kennen dich halt, ne Tinky? Wir hatten letztens voll das geile Lied gespielt von Gigi. Dude. Warte. Okay, nee, das klang falsch. Warte. Und dann. Wir haben das letztens zusammengespielt. Ja, wir werden jetzt so ein bisschen rumhandwerkern an unserer Wohnung. Denn es gibt so ein paar Dinge, die sind echt doof, wie zum Beispiel diese Deckenleisten hier. So, wir hatten mal angefangen, Deckenleisten zu kleben. Dann haben wir die hier, die ist schon abgegangen und dann haben wir die abgemacht. Und dann
ist aber Acryl. Wir haben die mit Acryl festgeklebt. Dann ist aber Acryl an der Wand und ja, hier fällt die ab und so. Und die geht eh nur bis hier, ja. Das haben wir nicht gescheit gemacht, das muss ich auch ehrlich zugeben. Und hier zum Beispiel haben wir ja gar keine, sag mal, hast du das auch schon gesehen? Hä? Ist das ein Schatten? Das sieht, wenn du hier stehst, sieht es aus, als wäre aus der Heizung, guck, musst mal auf der Kamera gucken. Das habe ich ja noch nie gesehen. Guck dir mal an, das geht ja... Ja, das sieht total verbrannt aus. Das fällt mir jetzt gerade auf. Irgendwie ist das ganz komisch. Naja, auf jeden Fall haben wir hier keine Deckenleisten, wie ihr sehen könnt. Und hier zum Beispiel auch nicht. Und deshalb möchten wir die auch hier entfernen. Schlafzimmer müssen wir übrigens auch neu machen, aber da wollten wir eigentlich warten, bis ja, wir ein neues Bett kaufen. Weil schaut mal, das Bett ist jetzt 5 Jahre alt. Und schaut euch das an. Seht ihr das? Es ist hier gerissen und das Kunstleder verfärbt sich. Also ich würde euch wirklich abraten von Kunstleder. Besonders weiß, das verfärbt von der Sonne. Prinzipiell waren wir zufrieden mit dem Bett, aber dieses Kunstleder, das ja, bekommt jetzt auch seine Makel. Ich wollte euch noch was zeigen, und zwar unseren Pax. Den haben wir zugemacht mit Türen und die Türen waren echt sau teuer. Unser ganzer Pax hat insgesamt so 1,7, 1,8 gekostet, hochgerechnet, mit allem drum und dran. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Ich weiß nicht warum, aber das ist so ein IKEA-Problem. Seht ihr diese Verfärbung hier? Bei IKEA ist es so, sobald man eine Tür hat, die Hochglanzfolie außen hat, verfärbt die sich in. Man kann das zwar abwischen, aber das müsst ihr immer wieder machen. Ich weiß nicht, was das ist. Das kommt einfach, dann wischt man das weg und das geht teilweise gut weg, teilweise nicht so gut. Ja, und wir sind echt ein bisschen sauer, weil die Türen waren ja teuer, ne? Schaut euch das an, hier ist es auch. Und das werden so unsere nächsten Projekte sein. Du guckst gar nicht, du musst hier merken, wo sie ist. Okay, ich weiß es nicht mal mehr. Ich weiß auch nicht, wo es ist. So? Noch weiß sie es nicht. Und ja, du gehst an die Quelle, gell? Such, wo ist es? Zeig. Zeig. Ich glaube da. Nimmst du mal hoch? Oh, richtig. Bist du fein. Voll cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie es findet. Wir haben natürlich auch die Intelligenzspielzeuge, die benutzen wir auch nach wie vor. Also wir werden ja jetzt auch in nächster Zeit neue Tricks beibringen. Was macht ihr dann so mit euren Hunden, um die müde zu bekommen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Meine Lieben, das war's heute von uns. Ich denke, der Vlog ist dann genug. Ich möchte meine Vlogs in Zukunft ja so 10, 12 Minuten lang machen, weil ich glaube, länger wird's dann auch nicht geschaut. Bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag. Ciao! Tschö.